Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das ein Dual-Commentary mit dem Felix zusammen. Hallo. Und wir sprechen über unseren gemeinsamen Kanal Active Gaming. Wow, was ist denn Active Gaming? Active Gaming, das ist ein Kanal, wo es um Spiele-Reviews geht. Wow, das ist ja toll. Mensch, da sollte ich ja direkt vorbeischauen. Okay, jetzt mal ernsthaft hier, also ein bisschen Professionalität. Ja, YouTube ist ein Business, man YouTube darf keinen Spaß haben mit YouTube. YouTube ist Business. Das muss man doch so langsam wissen, man. Mein deshalb Gott haben wir jetzt Active Gaming, weil das ist unser Business-Channel. Weil damit dort kommt Content, mit dem wir Geld machen und Product Placement betreiben und Mediakraft und was kann man noch alles reinsetzen in den Titel? Gronkh. Gronkh? Mhm. Genau, nein, Spaß. Es geht um Spiele, die wir da testen und natürlich auch noch um die Previews bzw. die Release Previews und die Spiele testen wir natürlich nach bestimmten Kategorien. Ich öffne das mal gerade kurz. In der Zeit kannst du ja mal kurz die Previews ansprechen. Previews kommt im Prinzip einmal im Monat. Zum 15. versuchen wir es über hinzukriegen. Dort gehen wir einfach die Spiele durch, die dann im Folgemonat, also wenn wir es jetzt im November aufnehmen, also die Folge, die jetzt am 15. November kommen wird, geht dann für den Dezember. Und dort zählen wir dann im Prinzip einmal auf, was kommt denn überhaupt alles. Stellen euch das ganz kurz vor. Sagen euch auch ganz kurz nochmal, wann das kommt und dann könnt ihr euch das im Prinzip direkt vorbestellen und ihr verpasst keinen Release. Genau. Und bei den Reviews ist klar, da geht es um die Tests. Wir testen da die Spiele und wir haben das natürlich in verschiedenen Kategorien eingeordnet und haben auch da unser Punktesystem. Die einzelnen Punkte bewerten wir immer von 0 bis 100 Punkte, ist klar. Dann gibt es noch eine Endwertung und die einzelnen Punkte sind, und jetzt wird es interessant, das ist einmal Story, die wir bewerten, den Multiplayer oder wie Sigismund es sagen würde, Multiplayer mit A, egal. Dann noch Grafik und die Steuerung. Genau, das sind die verschiedenen Punkte, die wir dann jeweils beschreiben und bewerten. Dann gibt es nochmal ein Endfazit und natürlich noch unser Product Placement mit den Reflinks. Die müssen ja immer dabei sein. Genau, also grundsätzlich sind in der Beschreibung natürlich da immer Reflinks, über die ihr uns dann unterstützen könnt, wovon dann natürlich neue Spiele wiedergeholt werden, die wir dann antesten können. Es kommt natürlich dann später auch noch mehr Content dazu. Also wir haben jetzt aktuell diese zwei Formate mit den Reviews und den Gamechecks, beziehungsweise mit den Previews und den Gamechecks. Es ist noch ein bisschen was gedanklich schon da. Ja. Ich sag jetzt aber noch nicht genau, was da eventuell noch kommt, weil es halt noch nicht zu 100% feststeht, weil die Projekte noch nicht ausgearbeitet sind. Genau, zum Teil haben wir auch die Techniken dafür noch nicht. Also wir sind da wirklich sehr kreativ, was wir da noch vorhaben. Und es wird dann auch wirklich Business-Content hier werden, ne? Mit Kohle machen. Nein, Spaß. Also das wird dann wirklich, ich sag mal in Klammern, professioneller Content. Also in Anführungszeichen professioneller Content werden, also schon hochwertiger Content werden wir da versuchen zu produzieren. Natürlich wird es da dann nicht jeden Tag ein Video geben oder jede Woche ein Video, sondern eben dann, wenn wir einen bestimmten Punkt haben, wo wir sagen, dazu müssen wir jetzt einen Test machen, dazu müssen wir jetzt eine Preview machen und so weiter. Ja, im Prinzip halt einfach, wenn das Video fertig ist. Das Video kommt nicht dann, wenn ich gesagt habe, dann ist der Termin. Also so eine Preview muss auch nicht hundertprozentig jetzt am 15. kommen, sondern die kommt, wenn ich es bis zum 15. nicht schaffe, kommt die halt nicht am 15., weil der Content soll dort fertig sein. Da soll wirklich abgerundeter Content sein. Der Content ist meiner Ansicht nach relativ gut geschnitten. Klar, ich habe das Ding geschnitten, klar, dass ich damit zufrieden bin, sonst würde ich es nicht hochladen. Wir haben ein paar schöne Überblendungen und so weiter mit drin. Also wir geben uns da schon ein bisschen mehr Mühe als jetzt auf unseren Standardkanälen. Ja, auch. Sagen wir mal. Ich sag jetzt mal auf meinem Kanal zumindest, der Jonathan gibt sich natürlich hier auch immer mega Mühe, muss ich jetzt sagen, weil ich hier zu Gast bin. Ich werde ja bezahlt. Nee, also wer Bock hat, kann da gerne mal reinschauen. Wie gesagt, wir geben uns dort ein bisschen Mühe. Da kommt auch noch ein bisschen was anderes an Content. Genau. Wer Bock hat, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung nach, da verlinke ich das Ganze einfach mal. Ja, ich glaube,
Haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten? Zum Thema Active Gaming war es das soweit. Wir haben jetzt activegaming.de noch. Dort gibt es übrigens dann auch Umfragen zum Thema, zum Beispiel Release Preview. Tue ich dort immer die aktuellen Titel rein. Könnt ihr direkt abstimmen, was für euch das Interessanteste wird. Dazu werde ich aber in der nächsten Release Preview dann auch nochmal was sagen. Denn das wird wahrscheinlich dann auch mit in die Videos eingebunden, die Umfrage. Genau. Ja. Und ihr könnt auch auf activegaming.de beziehungsweise momentan läuft die Seite auch auf freakygame.de dann die jeweilige Beschreibung durchlesen, wo wir dann auch noch, also unterm Willkommen auf activegaming.de, da beschreiben wir dann genau, was wir denn nochmal machen. Wer sich da nochmal Zeit nehmen möchte und das in Ruhe durchlesen möchte, kann das gerne tun. Ja, unsere persönlichen Videos werden natürlich auf der Webseite auch hier und da beworben. Das ist aber jetzt eher so Hintergrundsache. Also hauptsächlich ist es dann tatsächlich so, dass eben Active Gaming Content da beworben wird. Genau. Ist halt ein eigenständiger Kanal. Genau. Mit Facebook und Twitter. Alles drum und dran. Alles dabei. Alles, alles für euch, weil ihr seid die Besten. Wir lieben ihr seid euch die Besten. Und, ja. Oh Mann, ja. Ich muss jetzt mir den Mund ausspülen. Boah, hat er nicht gesagt. Na gut, weil ihr die besten seid, guckt ihr übrigens auch gleich beim lieben Jonathan im Livestream auf hitbox.tv/prodonnyskill. Genau. Ist auch, denke ich, jetzt unten verlinkt und ja, dort sehen wir uns dann gleich um 17 Uhr startest du, ne? Ja, 17 Uhr. Unglaublich. Genau. Ciao, Sinn. Tschüss.